Traum. Nein. Schlimmer Traum. Schlimme gute Nacht. Hutmacher, ich hatte dich zwar in erbärmlichem Zustand verlassen, aber nicht in Einzelteilen. Oh, du bist es. Was ist dir passiert? Du hast deinen Hut verloren. Außerdem fehlen ein paar Teile. Verloren, in der Tat. Unter den gegebenen Umständen aber fehlen kaum. Was passiert ist, solltest du besser wissen als ich. Das ist immerhin dein Platz. Mein Platz kenne ich. Wann kanntest du schon deinen Platz? Oder wie man ihn behält? Also was ist hier los? Was ist los? Rundherum und rauf und runter in die Ohren, durch die Augen und meine Nasenlöcher hoch, runter den Schlund, in die Eingeweide winden. Papa war äußerst interessiert an Zügen. Ich mag sie nicht sonderlich. Diesen wirst du hassen. Nicht wie damals, als Schildkrötensupperich die Spiegellinie betrieb. Der Zug ist ein Schlachthaus. Der Gestank grausam, das Licht grell, der Lärm infernalisch. Ja, Hutmacher, ich verstehe schon. Ein schlimmer Zug. Die Welt steht Kopf, Alice. Die Irrenanstalt wird von Irren geleitet. Nichts für ungut. Und das Ärgste, ich habe keine Tee mehr. Tragisch. Wenn ich dir helfe, würdest du mir dann auch helfen? Hand aufs Herz, wenn ich eins hätte. Finde meine Gliedmaßen und wirf sie in die Rinne, den Rest erledigen Maschinen. Mach dich jetzt auf den Weg, braves Mädchen. Am besten durch das Zifferblatt.
zu leben und zu arbeiten. Ein schlechter Arbeiter ist ein toter Arbeiter. Die Stufen zur Erleuchtung erhellen den Weg, aber die Stufen sind starr. Nimm sie eine nach der anderen. Arbeiter ist auf unbestimmt verschoben. Der Zahltag für schlechte Arbeiter ist gestrichen.